Jeder, der Star Wars liebt und noch mehr zu der Geschichte aus dem All erfahren möchte, ist bei diesem Film genau richtig. Solo Star Wars Story ist wie fast jeder Star Wars Film ein actionlastiger Sci-Fi-Film aus dem Star Wars Universum. Wie der Film schon sagt, geht es um die Geschichte von Han Solo. Man erfährt viel über die Vorgeschichte des Helden. Die Action-Szenen sind wie immer klasse. Man kann sich wirklich bei sehr wenigen bis eigentlich gar keinen Dingen beschweren. Was die Qualität, Action und die Effekte angeht, ist alles wie immer top. Den neuen Schauspieler für Han Solo fand ich in seiner Rolle auch sehr gut. Chewbacca war wie immer super gespielt. Man hat anfangs auch eine andere Seite von ihm kennengelernt. Schade fand ich, dass Han Solo nicht dieselbe Synchronstimme hatte. Aber sie hat viel Ähnlichkeit mit der alten Stimme. Deswegen ist das alles vollkommen in Ordnung. Man gewöhnt sich schnell in dem Film daran. Der Film ist wie immer sehr gut, mit lustigen Sprüchen, viel Action und ein paar ruhigen Szenen bestückt. Ein toller Film, ein etwas weniger toller Star Wars. Das wir in Solo sehen, unterscheidet sich sehr von dem der vorherigen Star Wars Filme. Das Imperium kontrolliert alles. Jeder kämpft ums Überleben, aber wir entdecken auch den Geist der Freiheit. Wir treffen Han, bevor er zu dem Han wird, den wir kennen. Man wird erfahren, wie dieser Kerl so geworden ist, wie wir ihn kennen. Es ist alles Teil dieser großartigen Erweiterung der Han Solo-Welt. Er wird erwachsen. Du siehst gut aus. Die Tests, die er bestehen muss, die Herausforderungen, denen er sich stellt, machen ihn zu Han Solo. Die ersten Begegnungen mit Chewbacca. Du brauchst ganz dringend einen Spitznamen, denn der ist mir echt zu lang. Mit dem Millennium Falcon. Mit Lando Calrissian. Hast du dein Schiff beim Kartenspielen gewonnen? Ich stehe auf den Kleinen. Das kommt alles im Film vor. Ich bin Fahrer und ein Flieger. Für mich ist er der spannendste Charakter der Saga. Man weiß nie, was er als nächstes macht. Ich bin ein schrecklicher Mensch. Er ist waghalsig. Er macht all diese dummen Sachen, die niemals klappen können. Aber es funktioniert. Es geht mir gut. Und er macht es großartig. Achtung, jetzt kommen wir natürlich dem Spoiler-Part. Also alle, die den Film noch nicht gesehen haben und sich nicht gerne spoilern lassen sollten, jetzt schon mal abschalten. Aber schreibt mir doch bitte jetzt schon in die Kommentare, wie ihr bis jetzt das Video fandet. Ich finde es gut, dass man bei dem Film am Anfang wirklich sehr weit zurückblickt in die Vergangenheit von Han Solo. Es beginnt mit Han Solo, als er ein junger Erwachsener ist und damals schon irgendwie krumme Deals abwickelt. Man sieht zu Beginn auch seine Traumfrau, die mit ihm fliehen möchte. Die beiden werden getrennt. Daraus entsteht natürlich Han Solo seine Motivation in dem Film. Sehr gut fand ich auch, wie man Chewbacca eingebracht hat. Ich hatte mir gleich gedacht, als Han in der Grube lag, dass das Monster oder die Bestie Chewie sein muss. Sehr schön zu sehen, dass es auch mal eine andere Seite von Chewie gibt. Allgemein fand ich es gut, dass man ihn auch als zweite Hauptrolle in dem Film hatte. Der Film zeigt sehr gut die wachsende Beziehung zwischen Han und Chewie. Sehr viele Anspielungen fallen, die man in den scheinbar später liegenden Star Wars Filmen sieht und daher kennt, hoffentlich kennt. Es zeigt sehr gut, dass Han schon immer Pilot werden wollte. Auf seiner Reise lernt er auch Lando kennen. Wie die beiden um den Millennium Falcon spielen, finde ich einfach klasse. Dieser Film zeigt, wie sich die Beziehungen und Freundschaften zwischen allen Charakteren zeigen und aufbauen. Es gibt schöne Einblicke in die Vergangenheit. Es gibt gegen Ende natürlich auch einen riesen Plot-Twist, den ich aber schon etwas erahnt habe. Nachdem er seine Freundin wieder trifft, nach sehr langer, langer Zeit und die zwei zusammen den Bösewicht erledigen, übernimmt sie die Kontrolle über die böse Seite. Als rechte Hand unter einem langen, totgeglaubten Sith. Darth Maul. Ob da noch etwas passiert, weiß ich nicht genau. Ob es noch einen zweiten Teil gibt, natürlich auch nicht. Aber die Wendung hat einen guten Abschluss des Films gegeben. Dass Han Solo sich jetzt auf dem Weg zu Jabba the Hutt macht, war auch ein guter Übergang zu den richtigen Star Wars Filmen. Alles in allem fand ich den Film sehr gut, da man, wenn man das Interesse an Star Wars hat und auch die Geschichte drumherum wissen möchte, ist dieser Film super für das Hintergrundwissen. Wir warten alle nur darauf, dass ich Ihnen ein Zeichen gebe und ihr seid umstellt. Entschuldige, mach einfach weiter. Also eine klare Empfehlung für alle Star Wars Fans und alle, die mal etwas Vergangenheit der Charaktere erfahren müssen.
Wie gesagt, ein richtig toller Film, aber ein vielleicht nicht so ganz toller Star Wars Film. Das wär's gewesen mit dem Solo A Star Wars Story Spoiler Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt's doch mal unten in die Kommentare, wie euch der Film gefallen hat, was ihr vielleicht noch toll fandet und gebt gerne einen Daumen hoch, wenn euch dieses Format gefällt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein, bis dann und ciao. Du bist doch hinter etwas her. Ist es Rache? Geld? Oder etwas anderes? Du siehst gut aus. Ein bisschen heruntergekommen, aber gut. Ich hätte einen Job. Du Wahnsinnsgangster. Ich stelle eine Crew zusammen. Ich habe lange auf so eine Chance gewartet. Was denkst du? Ach, was hast du denn schon? Nenn mir einen Grund, dich nicht zu töten. Wenn du mit uns kommst, wirst du dieses Leben für immer führen. Vielleicht schnallst du dich besser an, Baby. Da kommen sie! Ich gebe dir mal einen Tipp. Rechne damit, dass dich jeder betrügt. Du wirst dich für den Rest deines Lebens in Acht nehmen müssen. Ich habe da ein ganz großartiges Gefühl. Seit wann kannst du denn fliegen? 190 Jahre alt? Hast dich gut gehalten? Das ist unser bester Job! Chewie! Solo, a Star Wars Story.